So, mal lauter stellen. Das habe ich auch an. Mein Gott, was läuft der denn hier rum? Er ist die Zeitung fallen, drehen jetzt alle durch. Ich bin doch gerade erst erschienen. Wie dem auch sei. Dieses Video mache ich mal in eigener Sache. Dass ich dabei bei Assassin's Creed hier rumlaufe, ist eigentlich nebensächlich. Das ist nur, um irgendwas laufen zu haben. Ja, wie soll ich sagen? Vielleicht ist das dieses Video auf diesem Wege nach einem Job zu fragen. Ich bin durch eine Umschulung an den Beruf des Kochs gekommen. Kann mir aber auch vorstellen, andere Jobs zu machen. Meine Stärken in der Küche sind eher die Vorbereitung. Also das Handwerkliche. Worin ich wirklich schlecht bin oder nicht so gut bin, das ist das à la carte Geschäft. Das ist meine große Schwäche. Aber wie gesagt, ich würde auch andere Sachen machen. So Helfertätigkeiten. Man müsste halt nur, wenn das weiter weg wäre, einen eventuellen Umzug mit dem Arbeitsamt besprechen. Viel hält mich in Castrop sowieso nicht. Ich könnte mir durchaus vorstellen, woanders hinzuziehen. Jetzt könnte ich irgendwas machen hier, während ich das hier mache. Das Problem ist hier auch, dass man in der Küche zwar durchaus Stellen bekommt, diese aber meist oder sehr oft oder fast immer, will ich beinahe schon sagen, Nebentätigkeiten sind, so minijobmäßig und so. Und irgendwie ist das auch nicht so prickelnd, einen Minijob zu machen und dann morgens um 8 anzufangen und abends um 2 Uhr Feierabend zu haben. Das war wohl so ein großes Fest war, 2 Wochen oder 3 Wochen. Das hat mir nicht viel ausgemacht. Bloß beim Arbeitsamt als arbeitslos zu gelten und von morgens um 8 bis abends um 2 zu arbeiten. Dann morgens um 8 wieder auf der Matte stehen. Das fand ich dann doch nicht so prickelnd. Was bei mir eher ein Genickbruchurteil ist, das ist, wenn es dann noch losgeht mit, ich habe ja nicht das komplette Arbeitslosengeld bekommen dadurch. Dass man, so unregelmäßig die Gelder bekommen hat. Und da muss man sich am ersten noch anhören, andere kriegen am ersten erste Geld. Was für ein bescheuertes Kommentar. Fragt man am ersten nach, ob man das Geld haben kann, andere kriegen auch am ersten, kriegen am ersten erste Geld. Das wäre ja keine Seltenheit. Vielleicht wird das ja was. Ich sollte vielleicht erwähnen, dass ich nicht schwindelfrei bin. Das heißt, ich habe mal versucht, auf dem Dach zu arbeiten, aber das bringt einfach nichts. Vielleicht ist das, weil ich mal vom Dachboden bis in den Keller gefallen bin, in so einem Neubau, dass das deswegen nicht mehr funktioniert. Aber das ist schon. Bin ich auch schon. Da kann ich das Video auch noch ein bisschen hier füllen. Bloß das Problem ist eigentlich, ich finde diese manche Sachen gar nicht. Ich habe das mal, war das hier, dass ich das hier versucht habe? Hier fehlt ja auch ein Glitch. Da habe ich versucht mit diesem Rennen hier. Ist das Level 3? Wo bin ich denn? Level 6? Diesem Rennen. Nicht, dass ich jetzt was Falsches sage, das gar nicht alles quitt habe. Warum sind die eigentlich gelb und das nicht? Ach so, das ist nur, das ist ja auch schwarz. Das habe ich ja auch gemacht. Dass ich hier quasi die Nebenaktionen alle vollständig habe. Wie das denn schon? Ach, daran könnte es gelegen. Ach, Frachtendiebstahl. Wie das schon? Nicht, dass ich hier was Falsches sage. Ich habe nämlich gedacht, wenn ich hier alles, diese Aktion, diese Rennen und diese Boxkämpfe alle vollständig mache, das da links ist ja 29 von 30. Das sind diese Helix-Glitsche. Das sind so Teile, die sind überall verteilt in der Luft. Und dann muss man die berühren
dann hat man die quasi, wenn man alle berührt hat, die vollständig. Dass ich gedacht habe, wenn ich jetzt hier diese Rennen alle vollständig, oder man muss alle Rennen vollständig haben. Und dann ploppen diese Glitches auf, dann wird das aktualisiert. 9 Minuten noch. Naja, wie dem auch sei, das war so die Anfrage hier. Ich könnte mir auch vorstellen, überall hinzuziehen. Wie gesagt, so sehr hält mich das nicht in Kastrop. Nur um dass der Umzug vonstatten geht. Ich müsste halt viel in Sachen Kisten verpacken hier, aber es ist ja alles machbar. Vielleicht meldet sich ja jemand, der eine Stelle zu vergeben hat. Zuverlässig bin ich. Das kann ich nicht anders sagen. Dann bin ich mal gespannt. Ich weiß gar nicht, was ich hier noch machen kann. Nicht gesetzt, welcher... Hallo. Level 9. Das Problem ist bei diesen Rennen, warum mir die überhaupt keinen Spaß machen, das ist hier dieses Dumpe an diesem Spiel. Rennen von A nach B. Das heißt, man fährt Knöpfchen drückend. Man drückt da immer X. Dann sagt die höher, 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 so nach dem Motto. Dann fährt so eine Kutsche. Dann geben die mal kurz die Gas, die Gäule. Aber das Problem ist, man wird die einfach nicht los und dann macht das keinen Spaß. Man hat das Gefühl quasi, man könnte auch hier Stufe 3. Das gibt so ein bisschen Stufe 3. Dementsprechend sind die Rennen auch nur Stufe 3. Man hat das Gefühl, man könnte so gut fahren, wie man will. Man wird die einfach nicht los. Wie so ein Gummiband. Und das sind eigentlich so Rennsachen, die müssen schon längst Geschichte sein und abgehakt sein. Oder ich muss mal im Internet gucken. Helix Glitches. Ob es die für Rennen, exotische Rennen. Boah. Man ist gegen den Zug gefahren. Eigentlich war es nur auf diese Zeit, dass den Schluss des Ziel erreichen. Ob ich da jetzt einen Zug hinterher fahre, einer anderen Kutsche, einer U-Bahn oder was weiß ich, oder am Flugzeug. Wichtig ist ja nur, dass ich innerhalb dieser Zeit das Ziel erreiche. Und wenn ich, da könnte ebenso gut auch einfach nur die Zeit ablaufen, der Timer ablaufen. Und wenn man vor Null von dem Timer nicht angekommen ist am Ziel, dann hat man das nicht geschafft. Ob man da jetzt eher ankommt als ein Zug oder nicht, das ist eigentlich egal. Hier habe ich auch nicht alles. Da fehlt mir auch ein Helix-Glitch. Im Ersten Weltkrieg-Szenario fehlt mir noch eine Kiste. Aber solange wie das alles ist, was hier fehlt, ist mir das ja nicht egal. Ich finde das schade, dass da dieses Jahr kein Teil rauskommt. Das war immer so schön zu spielen. Da konnte man immer eine bestimmte Sache machen. Das war immer in Missionen aufgeteilt. Die waren auch nicht so wahnsinnig lang, die Missionen. Dann konnte man quasi... Da konnte man sich sagen, heute mache ich, so wie auch bei diesen Rennen, heute mache ich... Ja, Boxkämpfe war auch ein bisschen arg kurz gewesen. Heute mache ich mal ein, zwei Missionen. Und dann mache ich Schluss. Das war das Schöne hier dran. Außerdem sieht man an den Bezirken, wie hoch der Schwierigkeitsgrad ist. Und das hat mir bei Fallout ja gar nicht gefallen, da sieht man das nicht. Klar, man kann natürlich nicht erwarten, dass in der offenen Fallout-Welt sich die Stufe 1 Gegner alle in einer Welt aufhalten, dann die Stufe 2 Gegner in der. Vielleicht ist das auch aufgeteilt da. Man müsste... Ich könnte mir vorstellen, wenn man nicht erkundet, sondern straff der Story folgt in Fallout, dass dann der Schwierigkeit stetig ansteigt. Ist natürlich klar, wenn ich jetzt in Level 9 Gebiet kommen würde, mit Level 1, dann hätte ich auch Probleme. Ist das der Zug? Das muss eigentlich was mit diesen Rennen zu tun haben, dass man das alles komplett machen muss.
Aber mir liegen Straßen, normale Rennspiele schon nicht. Für mich ist das einfach nur Kreisfahren. Deswegen bin ich nicht so da. Ich habe mal eine Zeit lang Formel 1 geguckt, aber da habe ich mich eigentlich auch gefragt. Ja gut, jetzt hat der oder der gewonnen. Ja, und nun? Ich habe früher auch Tennis geguckt. Das war aber eher als der Becker noch Wimbledon gewonnen hat. So lange ist das schon her. Wo der Michael Stich noch gespielt hat. Ich glaube, der hat auch sogar Wimbledon gewonnen, Michael Stich. Das war zwar nur so eine Art Boris Becker-Imitat, will ich nicht sagen. Aber dadurch, dass der Becker so erfolgreich war, hat er wohl nicht so viel Beachtung gefunden. Obwohl Wimbledon gewinnen war ja damals auch schon eine große Nummer. Da war Steffi Graf auch noch im Tennis. Da haben die dauernd alle gesagt, was wohl wäre, wenn Becker gegen Graf spielen würde, was ich auch als Quatschen finde. John McEnroe hat da noch gespielt. John McEnroe-ling. Björn Borg schon nicht mehr. Aber Ivan Lendl hat auch gespielt. Snook habe ich auch eine Zeit lang geguckt. Ich meine, wo Steve Davis müsste der geheißen haben, wo der noch aktiv gespielt hat. Aber ansonsten kenne ich jetzt so aus dem Stehgreif fallen mir jetzt keine Snooker-Spieler ein. Habe ich auch schon eigentlich mal geguckt. Rallye-WM habe ich auch eine Zeit lang geguckt. Aber auch wieder, auch seit das nicht mehr auf RTL, Eurosport, seit das nicht mehr auf Eurosport kommt, habe ich das nicht mal geguckt. Da ist, glaube ich, nach wo ist das eigentlich gegangen? Nach Tele 5? Jetzt könnte ich es ja wieder gucken. Ich habe ja Kabelfernsehen. Kabelfernsehen, Internet und Telefon. Aber wegen so einer Stelle, vielleicht wäre es wirklich mal Zeit, wieder für mich einen Umzug zu machen, einen Tapetenwechsel. Ich weiß auch nicht, was mich damals geritten hat, wieder nach Castrop zu ziehen. Selbst wenn ich nach Recklinghausen gezogen wäre, wäre es besser gewesen als Castrop. So dolle ist das hier gar nicht. Hier klappen sehr die Bürgersteige zu hoch abends. Dann ist hier nichts los. Ich habe schon gedacht, Castrop Innenstadt. Beim Rüttershof, Brauhaus Rüttershof, da wäre etwas mehr los. Und als ich da gearbeitet habe, Minijob-mäßig habe ich die mal gefragt, die da gearbeitet haben. Die haben auch da gewohnt. Wie das denn wäre, ob in der Innenstadt denn mehr los wäre. Da meinten die, da ist gar nichts los. Selbst am Wochenende, da werden abends um 10 werden da die Bürgersteige hochgeklappt. Dann ist da tote Hose. Hätte ich anders gedacht. Ich weiß auch nicht, ob das in Recklinghausen anders ist. Ich könnte es mir vorstellen. Wie gesagt, bei Schnibbeleien und so bin ich ganz groß mit dabei. Ich bin auch belastbar. Ich kann auch stundenlang an der Spülmaschine stehen und solche Sachen machen. So hilfskräftemäßig, aber ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, ich bin ganz groß im à la carte Geschäft. Das ist ja eher meine Schwäche à la carte. Ist nicht so, dass ich gar nichts machen könnte. Ja, das ist, man muss ja auch seine Schwächen können. Ich kann dir nicht sagen, ich kann 100 Kilo Säcke heben und dann, wenn es drauf ankommt, dann hebe ich nicht mal 50 Kilo. Man muss auch irgendwie die Kirche mal im Dorf lassen. Vorbereitungsküche, Sachen klein schneiden und all sowas. Das geht sogar richtig flott. Ich maul auch nicht bei der Arbeit. Mir ist das egal, wie lang die Arbeitszeiten sind. Mir ist nur wichtig, dass ich von der Arbeit nach Hause komme und wieder zur Arbeit. Das war ja auch ein bisschen blöd, dass mir mein Roller kaputt gegangen. Dann fuhren die Busse so komisch. Das war dann auch nicht so dolle. Also solange wie das gewährleistet ist, dass ich gut von der Arbeit nach Hause komme, von nach Hause zur Arbeit, dann ist mir alles andere egal. Meine Freizeit, die richte ich ganz nach dem Job, nach den Arbeitszeiten. Das habe ich schon immer so gemacht. Ich habe nicht so, dass ich geheult habe, weil ich wenig Freizeit hätte oder so. Dann teile ich mir das eben ein. Vielleicht findet sich ja jemand. Das wäre wirklich sehr schön. Tschüss, bis zum nächsten Mal.